who choose to reinvest in real estate. It's up to you. Join us on our journey. Together we can achieve more. Together we are great. We are the Generation Crowd. Crowdly Token, real estate backed crypto coin. Follow us on Telegram and social media. Hast du keine Auftauch? Also, ich muss es euch noch mal kurz erklären. Also, die Möglichkeit nicht nur mit Ethereum einsteigen, ihr könnt mit Ethereum einsteigen, also unsere Obligationen zu kaufen, aber ihr könnt auch mit Euro oder Schweizer Franken einsteigen. Weil die Immobilienwelt, wo wir uns bewegen, wo wir Immobilien kaufen, ist noch klassisch unterwegs. Ich habe es fängt in Dubai gesehen, dass man Immobilien kauft, mit Bitcoin kaufen oder mit Ethereum. Und, was ich auch schon gehört habe, dass das Kumpelkant in Genf einige Fortschritte macht in diese Richtung. Aber da sind wir noch nicht so weit. Das heisst, wir nehmen Ethereum entgegen und wechseln es in Euro oder Schweizer Franken. Weil das Risiko haben wir zu handeln in Schweizer Franken oder im Euro und Käufe müssen wir auch in den Währungen tätigen. Aus dem Grund ist es für euch möglich, zum Schweizer Franken oder Euro zu kaufen oder unsere Obligationen zu kaufen. Und dann, bevor bei uns ins unser Ökosystem hineinkommt, müsst ihr einen Identifikationsprozess machen. Das heisst, ihr müsst wie bei der Bank, ihr müsst eine ID einschicken, ihr müsst Rechnungen beilegen, ihr müsst vielleicht, wenn ihr einen höheren Betrag investiert, sogar noch sagen, woher kommt das Geld, damit die Identifizierung kann stattfinden. Und erst dann habt ihr Zugang, wenn alles erfolgreich ist, dann könnt ihr Zugang nehmen auf unser Ökosystem. Und dann könnt ihr in unserem Ökosystem hinein auswählen, welches Portfolio, welches Objekt ihr möchtet euer Geld verteilen. Jetzt nehmen wir an, ihr habt 10'000 Franken investiert, 10'000 Crowded Token Bonds kommen dafür rüber, dann könnt ihr es annotieren. Jetzt habt ihr vielleicht ein Objekt in Zürich, wo ihr sagt, 4,5% oder 4% finde ich sympathisch, stabil, ich tue mal 5'000 Franken drauf. Ihr könnt 5'000 Franken auf das Gebäude tun. Ihr könnt aber, und dann könnt ihr vielleicht sehen, ein Objekt in Polen, wo ihr sagt, Studentenwohnheim, okay, wir gehen ein bisschen mit mehr Risiko rein, dann haben wir 7% über, gut, dann tun wir 1'000er drauf. Und die anderen 4'000 Franken tun wir vielleicht auf ein Objekt in München, in Berlin oder etwas in Wien verteilen. Dann können wir direkt anteilsmässig für die 5'000 Franken in Zürich, können wir die Renditen über jeden Monat werden die auszahlen. Außer ihr sagt, ihr möchtet die Auszahlung direkt über die Tokens haben. Das ist wie ein Reinvestieren, wie man fährt zum Beispiel. Und dann könnt ihr es wieder verteilen für ein Objekt. Jetzt zum Beispiel züchtet die Krise auf in Zürich. Oder wir lassen die Objekte in Zürich sind zu hoch bewertet. Was wir machen da? Ihr nehmt die 5'000 Tokens von Zürich weg und geht auf einen anderen Platz. Wenn ihr das Gefühl habt, die Rendite ist dort besser oder das Risiko ist tiefer, dann wechselt ihr einfach, wie es euch passt. Das könnt ihr jeden Monat machen und könnt jeden Monat euer Portfolio selber zusammenstellen. Und am Schluss, wenn ihr es verkaufen könnt ihr wieder wählen, möchtet ihr das in Schweizer Franken, Euro oder Ethereum auszahlen. Und ebenso auch eure Auszahlungen, wenn ihr jetzt eine Auszahlung wählt in Form von Cash, könnt ihr es auch in Ethereum wieder haben. Oder wenn ihr jetzt den Ethereum-Kurs gekauft ist und ihr blöderweise viele Ethereum auf dem Konto habt, könnt ihr über Ethereum einzahlen, ihr könnt das Geld quasi anlegen, Ethereum anlegen auf unser Objekt. Und die Auszahlung, wenn die Ethereum Kurs vielleicht höher ist, 2-3 Jahre später, könnt ihr wieder in Ethereum machen. Also ihr habt keinen Nachteil da. Ja. Also den Vorteil habe ich euch schon gesagt, dass wir ein Minimum-Investment von diesen 100 Franken, Beteiligung, könnt direkt an diesem Objekt partizipieren. Wenn wir ein Objekt verkaufen während der Laufzeit, dann werden ihr zuerst gefragt, es gibt ein Voting-Recht, das heisst, man fragt euch und sagt, möchtet ihr das Objekt in Zürich verkaufen? Und wenn 50% sagt ja, dann wird es verkauft. Wenn 50% oder mehr oder die Mehrheit sagt nein, dann behalten wir es im Portfolio. Und was der Vorteil ist, wenn wir es verkaufen und wir haben einen Gewinn von 2 Millionen beispielsweise, dann wird der Gewinn an die Tokenholders verteilt, die in dem Moment, wo es verkauft wird, gerade in dem Objekt investiert sind. Also ihr partizipiert auch da, direkt von der Immobilienkrise. Dann die tiefen Gebühren, wir sind einiges tiefer, 0,75%.
All-in-Fee, also nicht irgendwo versteckte Kosten, die wir, wir anbieten können. Wir brauchen keinen Bankzugang, ihr könnt es aber. Wenn wir eine Easy-Nummer haben, sind wir handelbar und ihr könnt es normal in euer Depot hineinziehen, wie wir es bis anhin kennen. Wenn ihr eine Obligation kauft, könnt ihr ein Wertschriftendepot nachverfolgen, sehen den aktuellen Wert. Das ist genau das gleiche hier. Wir sind, da darf ich sagen, wir sind Pionier, wir sind die allererste Produkt weltweit, vermutlich sogar, die eine Easy-Nummer bekommen hat von Liechtenstein und von der Schweiz. Und da macht der Bankzugang einfach. Jetzt, wo stehen wir im Projekt? Ich glaube, wir haben die Lösung gefunden. Wir haben die Lösung jetzt seit einem Jahr. Also es hat viel Know-how gebraucht, es hat Schwarmintelligenz gebraucht. Die Entwickler nicht als One-Man-Show. Wir sehen uns als Pionier, wenn man uns beobachtet oder wenn man uns mit Konkurrenz vergleicht. Oder so. Es sind ein paar am Kommen. Ich glaube, wir sind recht lange sehr still gewesen. Wir sind noch nicht am Markt rausgegangen. Wir haben eine grosse Werbung gemacht. Wir haben gesagt, wir möchten zuerst parat sein, wir möchten also dass mit den Finanzaufsichtsbehörden irgendwo in der Richtung sind und sagen, dass wir wissen, dass da kommt. Und wir können jetzt glaube sagen, wir sind auf dem Stage, wir erwarten, dass wir die nächsten Wochen, 1-2 Wochen Bescheid bekommen, dass wir es okay bekommen, um es zu verkaufen. Auch Kleinanleger, für grosse Anleger haben wir es bereits. Jetzt haben wir gewisse Herausforderungen noch im Bereich vom Vertrieb und Marketing. Wir reden von 45 Millionen. Wo wir ein Mindestvolumen zusammensammeln möchten in den nächsten Wochen. Und dafür machen wir ein Security-Token-Offering. Und den Prozess jetzt sind wir in den Private-Sale rein und gehen dann nachher in den Public-Sale raus im Verlauf vom Februar. Das ist eine Herausforderung, das Marketing ist eine Herausforderung. Das Zielvolumen sind 100 Millionen, das Softcaps-Minimum sind 45 und maximal dürfen wir 200 Millionen auf dem Markt zusammensammeln. Wenn wir es gut machen und sagen wir mal, die Retail-Masse erreichen kann, dann ist es schnell möglich. Und ich glaube, dass unser Case zwischen Immobilien, Euro, 100 Franken durchaus Potenzial hat, um eben auch Leute zu erreichen, die bis anhin noch die Finger von Blockchain oder von Kryptowährungen gelohnt haben. Ich glaube, dass wir einen Use Case so aufzeigen können, der eben genau zeigt, dass es in dieser alten Welt hinein, nebst dem, dass man mit der Revisionsstelle EY hat und bei PricewaterhouseCoopers, wo unsere Objekte bewertet. Ich glaube, wir können sehr viele Aspekte aus der alten Welt in die neue Welt transferieren und aufzeigen, dass es neu möglich ist, um eine Obligation zu emittieren, ohne eine Bank und eine neue Art von Finanzprodukten zu kreieren. Und wir hoffen, dass das die Leute gutieren und auch sehen, was die Vorteile sind und uns das Vertrauen schenken. Und so investieren. Ja, ich habe gesagt, wir sind nicht allein, wir sind mittlerweile 11 Leute und 3 weitere haben wir auf Consulting-Basis. Also wir sind 14 Nassen, wir sind in Liechtenstein, die Heimbüros sind in Liechtenstein und Crowdly ist in VfL die Heim, also wir sind in Schweizer Wurzeln. Und wir haben einen guten Mix, ich glaube, da macht es aus, zwischen alt und jung, zwischen alten Investmentbanker und neuen Tech-Nerds haben wir einen bunten Mix und dann macht es aus. Und so haben wir ein ganzes Produkt umsetzen. Jetzt wäre ich offen für Fragen. Breite Fragen dürfen wir gerne Fragen löchern. Die, was interessiert, die da noch kleine Broschüren da oder Unterlagen, die es noch beschreibt. Wie hoch ist das Eigenkapital? Das heißt, es gibt Bankfinanzierung, nachher die Crowdfinanzierung, plus das Eigenkapital. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Wir werden nicht mehr, wir werden Leverage fahren, Hypothek und jetzt zwischen 50% und 60%. Und dann nehmen wir den Family Office Ansatz, weil genau in der Krise jetzt heute gehen viele auf 80% oder sind bei 70-75% refinanzieren, könnten wir auch. Das machen wir nicht, wir möchten genau langfristig etwas Stabiles aufbauen. Und die Rendite, die wir hier berechnet haben, die haben wir jetzt auf einem Leverage zwischen 50% und 60%. Es kommt darauf an, ist es ein kommerzielles Objekt, ist es eine Wohnliegenschaft, ist es in Deutschland, Schweiz oder wo auch immer. Aber wir fahren zwischen 50% und 60%. Ist die Rendite von der Kapitalgeber noch wesentlich höher als von der Crowd Geldgeber? Also da, wir sind der Eigentümer und wir nutzen die Einkommen, also die Obligationen, die wir emittieren, das ist unser Eigenkapital, das wir das Haus damit kaufen, das Objekt damit kaufen.
eigentlich sind, wenn ihr Investoren seid, der Investor ist direkt Eigentümer. Also ihr kommt genau das über, was wie ein Eigentümer eigentlich hat. Nur ein Eigentümer geht in den meisten Fällen jetzt sogar noch ein bisschen höher leverage. Dann hat er noch ein bisschen die besseren Titel. Von was lebt der Aktionär? Die Aktionär bei uns haben die 0,75 Management Fee. Okay. Und natürlich über die Menge, also wir haben die 0,75 auf das gesamte Volumen, das wir haben. Also wenn wir 200 Millionen vom Markt zusammen sammeln und damit 50% Hypothek und Leverage, dann bewegen wir auf dem Markt 400 Millionen. Und dort, wo vorne oben, haben wir 0,75. Wo wir also uns können finanzieren können. Und gegen den Schluss haben wir einen guten Job machen, Performance Fee. Haben wir noch nicht gehört, wie hoch das ist? Nein, das ist 15%. Okay. Das ist 15% auf das, wo wir drüber zählen. Also wenn wir euch mehr wie 100% zurückzahlen können, dann haben wir alles, was über 100% ist, können wir 15% davon machen. Der Kurs von dem Crowdfunding-Token, wie ist der fix oder wie bestimmt der sich? Also wenn wir an einer Börse gelistet sein werden oder sind, also wir sind in konkreten Gesprächen mit der SDX, mit der Swiss Digital Exchange, für ein Pilotprojekt. Das ist der Spin-off von der SIX und wir sind dort im Gespräch, dass wir eines von den Pilotprojekten werden, wo im Sommer oder im Verlauf des Jahres gelistet wird. Und dann ist es so, dass PricewaterhouseCoopers wird alle zwei Monate, also alle Semester, unser gesamtes Portfolio reporten. Und die Reportings, die werden wir publizieren über die Börse und über unsere Webseite. Und das gibt die Grundlage für unseren Kurs. Also da gibt dann, man weist den Net Marktwert aus, den Net Market Value. Und das sollte die Grundlage sein für den Kurs an der Börse. Und es ist so, dass wenn man es mit Kryptowährungen vergleicht, haben wir auch starke Volatilitäten. Und die Volatilitäten wollen wir nicht. Das heisst, wir haben eine Volatilität Protection gemacht oder einen Schutz einbauen. Und wir haben einen Mechanismus einbauen, das heisst, wenn der Preis an der Börse 20%, also über 20 Tage, höher als 20% ist von unserem wirklichen Wert, also von dem Net Market Value, wo PricewaterhouseCoopers bewertet, dann geht das Geld auf und dann dürfen wir weitere 100 Millionen Crowded Tokens auf den Markt emittieren. Das heisst, wir erreichen dann einen Preiszerfall, weil wir anscheinend die Nachfrage höher ist, wenn wir das Angebot entsprechend aussetzen. Aber es ist kein Wertzerfall, weil wir sammeln neues Geld, wo wir wieder das Portfolio vergrössern. Und diesen Schritt dürfen wir machen, bis wir maximal 1 Milliarde Token zu sich geben. Und dann können wir in den ersten Jahren eine Stabilität von unserem Kurs erreichen. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn der Kurs zu tief geht, unter die 70%, haben wir die Möglichkeit zum Zukaufen. Und während wir den Markt abschöpfen und Tokens kaufen. Und so erreichen wir, dass wir immer einen Kurs haben, wo, sagen jetzt mal, plus minus 20-30% um den Innerwert vom Portfolio schwankt. Wenn ich jetzt 1000 Tokens habe und ihr emittiert neue Tokens, bekomme ich die dann auf mein Wallet anteilsmäßig? Nein, dann tun wir es wieder wie verkaufen. Und dann haben wir gleich eine Inflation? Nein, der Wert bleibt gleich. Also, wir haben mit der ersten Tranche haben wir 100 Millionen rausgegeben und haben ein Portfolio von 100 Millionen. Das bleibt gleich. Und darauf raus gehen wir weitere 100 Millionen raus und das Portfolio wächst dann auf 200 Millionen aus. Im Gegenteil, wenn das passiert und die Gates aufgehen, dann bedeutet das, der Kurs ist gestiegen. Und du bist dann vielleicht zu 1 Franken eingestiegen und wir emittieren dann zu 1,30. Also das heisst, wir nehmen mehr Geld ein von den Neuen, die einsteigen. Dass wir ein grösseres Portfolio aufbauen können. Und du hast auch den höheren Kurs, den du dann verkaufen willst. Und wenn ich bestimme, auf welches Objekt ich meine Tokens will investieren, dann habe ich auf den Tokens, die ich investiert habe auf das Projekt, habe ich keine Wertschwankungen. Weil die verteilen sich ja dann über das gesamte Portfolio, einfach auf
das Geld, das ich zurückbekomme, habe ich das Risiko. Genau, wenn du die vollen 25 Jahre mitmachst, dann interessiert dich der Kurs an der Börse nicht. Du hast einfach gesehen, dass der Innerwert stetig steigt, wenn wir eine Inflation in diesen Ländern haben, was normal wäre. Und schlussendlich kommst du deine Einkommensströme über, unabhängig, was der Kurs macht auf der Seite. Es kann aber interessant sein, wenn einer sagt, ja, jetzt ist der Kurs gar kein vom Crowdy-Token, ich würde nur den Kurs spekulieren, weil ich glaube, die Immobilienpreise gehen wieder rauf. Dann kann der das machen und muss nicht mehr zwingend seine Tokens allozieren. Die Möglichkeit haben wir auch. Also es gibt auch vielleicht Möglichkeiten für Krypto-Anlegen. Vielleicht gibt es jetzt gewisse Risiken im Kryptobereich, ich möchte ein bisschen stabiler sein, ich wechsle zu Crowdy Token und gehe dann wieder raus. Das ist möglich. Wie wenn man eine Aktie spielt. Das heisst, die Rückzahlung, ob ich dann 100% oder nur 70% zurückbekomme, ist unabhängig von den Objekten, die ich investiert war. Ganz am Schluss schon. Am Schluss tun wir, also es sei denn, wenn wir jetzt vorher verkaufen, nehmen wir an, wir tun im Jahr 23 verkaufen wir das Objekt, wo du drin investiert bist, dann kommst du wirklich da über, wo das Objekt verwertet kann. Okay. Aber eigentlich wäre das Ziel, dass wir erst gegen den Schluss verkaufen. Und dort haben wir auch einen Prozess. Wir haben einen Prozess, ein Voting-Recht wieder drin. Dass wir sagen, wenn ihr möchtet oder wenn der Großteil von den Anlegern möchte, könnte man es verlängern. Das heisst, wir müssen dann eine neue Obligation auflegen und könnten das ganze Portfolio die neue Obligation übernehmen. Aber da 25 Jahre geht viel Wasser drin, dann müssen wir dann wieder drücken, ob überhaupt nachvollkommen ist. Aber das Voting wäre so nicht dabei. Nehmen wir an, ja jetzt in Zürich alloziert, in ein Gebäude. Und ich werde dort raus, weil es gibt einen Bericht, dass die Immobilienpreise in Zürich könnten sinken könnten. Und alle anderen wollen das auch, die wollen aus diesem Gebäude raus. Mhm. Wer übernimmt die Finanzierung, nachher, wenn ich rausgehe? Also Crowdy Token ist der Eigentümer, wir kaufen das Objekt in Zürich, ja. Und wir werden es behalten. Aber wer finanziert denn nachher, wenn alle aus dem raus wollen? Also raus, aus meinst du, du verkaufst deinen Token? Nein, alle wollen es anders allozieren. Also ich will es von Zürich, ich will es auf London, auf Frankfurt, woher allozieren. Wer übernimmt denn die überschüssige Allokation? Also du kannst nur allozieren, wenn es noch Platz in London oder in Frankfurt hat. Nehmen wir an, wenn alle, die zeichnen, alle allozieren, ja, dann haben wir nicht mehr viel Platz frei. Wir haben einen gewissen Buffer, den wir frei haben, 5% für den Reinvest. Aber wir gehen davon aus, dass gewisse traden und nicht reinkommen, bewusst. Und es wird auch solche geben, die einfach die 3% nehmen und nicht allozieren. Und da wird es unserer Meinung nach immer freie Plätze geben. Ob denn das so ist, wird sich zeigen. Aber wenn, nehmen wir an, du willst mit Zürich raus und es hat keinen freien Platz mehr, dann kannst du einfach dies allozieren und dann kommst du einfach nur die 3% über. Und dann wartest du einfach. Wenn ich dies allozieren, bin ich einfach gleich nach wie vor mit einem Bestandteil in Zürich drin. Nein. Du kannst völlig deine Tokens wegnehmen von Zürich, dann ist vielleicht niemand mehr in Zürich rein, dann kann es gehen. Ja. Dann ist es nur noch, dann sind nur noch wir quasi Eigentümer und du kommst einfach die 3% über. Die geht einfach halt, vorher hast du 4,5 oder 5, ja, dann reduziert sich deine Rendite von 5 auf 3. Das ist einfach 2% weniger. Okay. Wieso macht ihr das mit dem Garantieren von den 3%? Also da würdet ihr ja nicht Crowdy Token selber am Risiko vom Markt aussetzen, würde ihr das müssen garantieren, anstatt dass man das Risiko der Eigentümer, also der hat ja gesagt, sie alle wie Eigentümer, also man das über die, denen würde überlassen. Was hat euch zu dem bewogen? Es hat zwei Aspekte. Das eine ist, mit einer klassischen Obligation imitieren. Und eine Obligation hat eine Mindestverzinsung. Da muss gesetzlich auch so festgegeben sein. Das ist jetzt das Risiko für unsere Firma abgelten, ein Stück weit. Und da haben wir das Gefühl, mit 3% ist das ein fairer Wert, weil wir nur im Immobilienbereich ein Portfolio aufbauen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass man gesagt hat, dass es eine gewisse Attraktivität soll bieten gegenüber Immobilienfonds. Und die zahlen teilweise 3% Renditen aus. Und das schaffen wir. Und das Risiko für uns wird nicht grösser, weil für uns ist einfach, wir kommen alle aus dem Immobilienbereich raus. Der Großteil kommt aus dem Immobilienbereich, wir haben das Know-how. Und
für uns ist wichtig, wir glauben, dass wir gute Objekte finden können. Und dann ist 3% kein Problem. Vor allem, wenn wir mit einer Festhypothek jetzt arbeiten, von 15 oder 10 Jahren oder vielleicht 20 Jahren, dann wird das Zinssetzungsrisiko, das uns könnte dort ins Problem bringen, wird recht klein. Darum haben wir gesagt, 3% ist fair für uns, aber auch für die Investoren. Von wo nehmt ihr das Geld, wenn ihr zu viel bezahlt, wenn alle mit dem Geld aus der Immobilie rausgehen? Dann müsst ihr das wieder finanzieren, dann müsst ihr das wieder von einem Ausgleich, und wer finanziert euch das? Bei Crazy Token eben nicht, das ist der Unterschied zum Fonds. Wenn, nehmen wir an, du verkaufst, du hast investiert und du verkaufst all deine oder das ganze Haus, das du investiert bist, verkauft. Die verkaufen über die Börse und die müssen einen anderen Investor suchen. Die verkaufen vielleicht teilweise an mich, teilweise an ihn und so weiter. Ja. Und da bleibt dieses Objekt bleibt immer stabil. Also wir müssen kein Geld, wir müssen das Objekt nicht verkaufen. Unser Portfolio bleibt, wir sind nicht tangiert. Wenn eine Krise kommt und alle Immobilien verkaufen, dann musst du einfach vielleicht musst ein IBUS in Kauf nehmen auf dem Wert, aber du verkaufst es auf dem Markt. Aber das Problem ist ja, das ist ja der Crowdly-Token-Kurs, der runtergeht. Ja. Und das verstehe ich, der verkauft dann auch wieder an anderen. Aber der Kurs ist ja tiefer und dann müsst ihr auch die Spanne, die es da zwischen gibt, müsst ihr wieder ausgleichen. Müssen nicht. Wir glauben, also wenn die eine Seite, wenn wir das Portfolio haben, werden wir einfach das Portfolio heben. Und wenn wir in der Vergangenheit zurückschauen, es gibt immer wieder Immobilienkrise. Und wir planen jetzt, wenn wir da über 25 Jahre reden, denken wir, dass noch 2 bis 3 Immobilienkrisen werden haben während dieser Jahr, während dieser Zeitspanne. Und aus dem Grund müssen wir ein möglichst stabiles Portfolio erstellen. Und wir werden einfach, wenn der Kurs runtergeht, entweder kaufen wir Tokens retour, wenn es jetzt aber begründet retour geht, wenn der Net Market Value auch retour geht, wenn die Immobilienpreise in Europa zusammengehen, dann bleiben wir einfach auf diesen Objekten besitzen. Und wir glauben, dass sich über die Anzahl Jahre, wenn man jetzt zum Beispiel die Finanzkrise anschaut, die Preise in Zürich haben sich mehr als verdoppelt wieder. Oder in London 2009, die Preise sind im Boden noch nicht gewesen. Und die sind heute alle wieder, haben sich alle wieder auf das Niveau erholt und sogar noch darüber hinaus. Und darum ist uns der Zeitfaktor so wichtig. Und darum haben wir gesagt, wir müssen auch die Verlängerungsoption haben nach diesen 25 Jahren. Das ist für uns entscheidend, dass wir eben genau nicht in der Krise verkaufen müssen. Was machen die, bis der Markt flüssig bleibt? Also, dass wir nicht Token haben und die verkaufen, muss ich auch kaufen. Genau. Darum haben wir uns entschieden, dass wir möglichst kleine Beträge haben. Weil die Chance ist einfach grösser, dass wir viele kleine Investoren haben, dass man Käufer und Verkäufer hat. Und dort ist eben auch das weiter wachsen, dass wir das Marketing weiter betreiben, dass wir unser Produkt kennen und wissen, wo kaufen. Und wenn wir in eine Größe hineinkommen von einer Milliarde oder mehr, dann wird es weniger problematisch zum handelbar sein. Aber wir glauben, die kleinen Beträge werden handelbar sein. Das Wichtige ist, dass wir gute Börsen haben, wo sie gelistet ist und die Leute, dass wir Bekanntheit haben. Und zusätzlich eine Möglichkeit, über OTC zu gehen oder einen Broker, wo die abnimmt und wieder auf den Markt stellt. Dann hat er alle zwischen denen in der Bank sein Buch. Aber das kann auch über eine Börse passieren. Der macht auch eine Börse teilweise, aber da merken wir einfach nicht. Aber das ist uns das ist sehr wichtig. Und da sind wir jetzt mit STX zum Beispiel, sind wir so Lösungen an dem Ausarbeiten. Wie macht das mit der Fremdwährung? Du hast gesagt, in Polen. Jetzt kaufen eine Liegenschaft mit Slotti. Ist die Hypothek auch in Slotti? Und wie ist der Rest? Genau, also das ist, Polen ist zum Beispiel ein realistisches Szenario, wenn wir gute Kontakte auf Polen haben. Und dort innen haben wir jetzt, Polen kann man gut finanzieren über deutsche Banken. Also wir werden vermutlich schauen, dass wir den deutschen Bankraum, Österreich, Polen, Deutschland mit der deutschen Bank finanzieren würden, in Euro finanzieren oder in Schweizer Franken, dass wir die Referenzwährung von unserer Seite her gecatcht haben. Und dann ist es so, dass die Einkommensströme kommen in das Lotti von den Mietern. Und dort hat der Investor das einziges Risiko, den monatlich ausschütten. Und dann werden wir in dem Moment wechseln. Aber wir wechseln dann immer. Also, dann ist mal ein Ausschüttungstag, dann wechseln wir heute und zahlen aus. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben,
es kommt eine grössere Währungsschwankung ins Land, die können wir ja für uns selber vorher wechseln. Mhm. In Euro oder in Schweizer Franken. Mhm. Und dann halt von Schweizer Franken, oder je nachdem, was du für eine Ausschüttung hast, wieder auszahlen. Aber das, wird, das ist absolut das Thema bei uns. Also wir sind Finanztechnik, wir müssen uns abhatchen und wir müssen uns, alles passiert auf Schweizer Franken, also wir müssen auch gegenüber Euro abhatchen. Wenn man das spezifisch für das Land die alles oder machen. Warum überhaupt Kryptotoken? Also warum nicht normal weg? Ja, wir haben, das ist eine gute Frage. Wir sind ziemlich nahe an einer digitalisierten Welt, wo wir es nicht, wo wir es nicht würden brauchen. Ja, darum sagen wir, es ist ein Evolutionsschritt in der Finanzwelt hinein. Und wir sagen, wir nutzen Blockchain für das Vertrauen bilden. Also, wenn ihr auf ein Objekt in Zürich klickt, dann seht ihr alle Dokumente. Ihr seht die Mieterspiegel, ihr seht Gruppenauszüge. Ich sehe die Immobilienbewertung, alles. Wir machen über Blockchain, die voll transparent garantieren und niemand kann unsere Dokumente nachher verändern. Also hier im Quer, das sind die Originaldokumente, die wir aufgeladen haben, die wir das Objekt gekauft haben. Und ihr könnt Finanzströme sehen. Ihr seht den Mieter X nicht zahlt und ihr seht voll transparent, der Liegenschaftsverwalter kostet so viel, Crowded Token zieht so viel ab und so weiter und so fort. Und dort ist Blockchain halt einfach für die Datenmenge, die man das wäre sehr, sehr gäblich. Der Hauptgrund eigentlich war, ist die digitale Obligation. Wir müssen irgendwo das Gläubigerbuch führen. Und wir führen das Gläubigerbuch, das jetzt Zix führt, im Tresor runter, mit den Blättern Papier, die sie haben, führen wir das digital auf der Blockchain. Und ihr werdet erst ins Gläubigerbuch eingetragen, wenn ihr den KYC-Prozess laufen habt und grünes Licht bekommen. Und dort dazu brauchen wir. Vielleicht noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir eigentlich die ganze Nebengeschichte, jetzt die ganze Mieterströme und alles digitalisiert. Wir das allein ist ein Aufwand. Und das ist alles über die 5 oder 0,75% eingerechnet. Oder wie wird das? Oder ist das alles schon gelöst? Das ist schon also die Technologie ist so, dass wir jetzt ready sind zum Zeichnen. Wir können jetzt können wir den Token über, wir können den Bond emittieren, wir haben das Gläubigerbuch kreiert. Wir gehen aber auch, wenn wir Software erreichen, dann fangen wir als Dashboard entwickeln. Also genau die Sachen, die du ansprichst, werden dann umgesetzt. Okay, aber für uns hat es natürlich einen Vorteil. Also der Einzelne wirklich sieht, dass der Miet das Eis zahlt hat oder nicht. Meine, das ist eine Digitalisierung für eine mobile Wirtschaft, wo ja noch nicht unbedingt da ist, oder? Das sind einzelne Finanzströme. Das ist relativ einfach. Man sucht das Bankkonto auf digitale Basis. Und dort die Wahlwaffen einlesen. Dann muss man mit der Bank, die muss auf den Kanal aufstellen, dass es uns die Daten zur Verfügung gibt. Aber im E-Banking haben wir das schon. Wir suchen jetzt Fesernummern aus dem E-Banking raus und laden es uns ein Buchhaltungsprogramm rein und sehen dann gerade Mieter oder Kunde oder wieso, er zahlt der nicht, der ist noch offen, wenn wir sie mahnen. Und du sollst die Buchhaltung verknüpfen. Eigentlich ist es genau da. Und für uns langfristig gesehen gibt es natürlich genau den Grund, wie wir die Kosten können bringen. Wenn wir digitalisieren, in dem Bereich im PropTech-Unternehmen noch weiter vorantreiben, dann können wir gerne erzählen, dass es eben nur nicht da bleibt. Eine letzte Frage. Jawohl, also allerletzte. Wie geht ihr eigentlich mit der Crowd selber um? Du hast jetzt vorhin gesagt, ich mache relativ viel transparent, Dokumente sind transparent, Wiederzahlen nicht und so weiter. Und so eine Transparenzfluch und sagen jetzt gleich meistens. Jetzt fahren die unqualifizierte Augen. Jetzt habe ich selber irgendwie gesehen, wie die Immobilie XY läuft, in meinen Augen nicht so rund. Jetzt tue ich die Maschine und sage, hey, wie wäre es, wenn die mal abstoßen oder habe ich da nicht auf die Mieter. Und wenn das dann plötzlich ganz viel macht, gibt es dann eine relativ schnelle Eigendynamik. Also wie könnt ihr einfach das händeln, dass er am Ende trotzdem irgendwie sinnvoll und strategisch sinnvoll entscheiden wird, ohne auch zu starten ins Virus. Also in der jetzigen Phase, wo wir sind wir froh, wenn wir an den Punkt kommen, den du beschreibst. Und dann haben wir es geschafft, um die 45 Millionen zu fanden. Aber wir haben das gleiche Problem jetzt, oder? Wir sind auf Telegram, auf all diesen Kanälen oben, Social Media, für da haben wir eine Agentur, die in Kanada und in der Schweiz Sitz hat. Und die tun uns 24/7 unsere Social Media Kanäle betreuen. Und wir mussten können Auskunft geben, jederzeit, wir können Shitstorm entgegenwirken. Und dann ist es so, dass wir transparenter mehr kommunizieren und dann auch wirklich so umsetzen. Dann ist es auch das, was wir sagen, du wüsst, dass es so abläuft. Ja.
Aber es ist sicher ein Punkt, wo man die Kommentare anschauen, wenn es denn so weit ist. Ja gut, ich glaube, da haben wir etwas als Stimmbürger an der Hand. Dann können wir die nächste Abstimmung jetzt für die Zersiedlungsinitiative abstimmen. Dann wissen wir, dass der Immobilienpreis in der Schweiz eher wieder steigen wird, weil Bauland nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann rentiert sich das Investment entsprechend. Das ist ein sehr schönes Stück. Ganz herzlichen Dank. Es war eine gute Einführung jetzt für etwas, das wirklich zeigt, wie Ökosysteme entstehen können. Das ist wirklich ein System, das jetzt auf der Blockchain oben liegt, das ganze Business abbildet. Das macht absolut Sinn. Also wir werden weitere solche Beispiele bringen in diesem Jahr. Es ist auch spannend zu sehen, wie sich die über die Zeit entwickeln. Vielleicht haben wir die dann später wieder mal. Und du kannst uns erzählen, wie das läuft. Das ist natürlich das, was wir alle erwarten. Oder? Wir sind überall so in den Startlöchern mit diesem Projekt. Die müssen sich jetzt beweisen. Und in diesem Jahr werden wir sicher das eine oder andere plötzlich am Markt sehen, wo wir vielleicht eben hier auch schon davon gehört haben. Gut, dann wären wir am Ende der heutigen Veranstaltung, was Präsentationen anbelangt. Und jetzt gehen wir mit Lightning Speed in die dritte Stadt. Genau. Also es ist schön, dass wir heute kommen. Und wir dürfen gerne durch in den nächsten Stock. Das hat ein bisschen etwas zu essen, was wir hungern, ist nicht Angst haben.